Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu einem schweren Unglück ist es in einem Moskauer Erlebnisbad gekommen. Heute Morgen wurde das ganze Ausmaß des Dacheinsturzes in der Anlage bekannt. Die Zahl der Toten ist nach Angaben der Rettungskräfte auf mindestens 28 gestiegen. Mehr als 100 Badegäste wurden verletzt. Bei eisiger Kälte dauern die Bergungsarbeiten immer noch an. Die Ursache für das Unglück ist noch nicht geklärt. Erst bei Tageslicht und vom Hubschrauber aus zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Das Erlebnisbad Transvaal in Moskau, seit gestern ein Trümmerkrater aus Beton, Stahl und zersplitterten Glasplatten. Katastrophenhelfer versuchen rund um die Uhr, Menschenleben zu retten. 19.15 Uhr Moskauer Ortszeit stürzten gestern 5000 Quadratmeter Glasdach auf Badegäste, die sich auf ein Wochenende an künstlichen Wasserfällen und unter Plastikpalmen gefreut hatten. Doch für die Gäste, die sich mitten im Moskauer Winter nach den Tropen sehnten, wurde der Aufenthalt zum Albtraum oder zur tödlichen Falle. Dramatische Szenen. Halbnackt flüchteten die, die es noch selbst konnten. Andere trugen die Retter weg. Drinnen herrschten 28 Grad plus, draußen über 10 Grad minus. Alles stürzte auf uns runter. Über uns hingen nur noch Trümmer. Wir saßen im warmen Wasser, durch das Dach aber kam die Kälte. Deshalb blieben wir im Wasser, bis man uns rausholte, erzählen die beiden. Zuerst war von einer Explosion die Rede, doch nun geht man von Konstruktions- oder Materialfehlern oder den großen Unterschieden zwischen Außen- und Innentemperaturen als Ursache dieses neuerlichen Moskauer Unglücks aus. In das Entsetzen mischt sich bittere Verzweiflung. Kein Tag mehr, der ruhig und normal verläuft, sagt eine Frau. Egal ob Terroranschlag wie in der Metro oder ziviles Unglück wie jetzt im Schwimmbad, wohin können wir denn noch gehen, ohne uns fürchten zu müssen? So niedergedrückt ist die Stimmung zurzeit in Moskau. Bei einem Kaufhausbrand in der Stadt Jilin im Norden Chinas sind mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 70 wurden verletzt. Die Flammen breiteten sich während der Haupteinkaufszeit in dem fünfstöckigen Gebäude aus, in dem sich neben mehreren hundert Verkaufsständen auch ein Badehaus und eine Diskothek befanden. Nach Medienberichten brach das Feuer vermutlich in einem benachbarten Heizwerk aus. Die Feuerwehr brauchte 4 Stunden, um den Brand zu löschen. In der Union zeichnen sich Meinungsunterschiede in der Türkei-Politik ab. CSU-Landesgruppenchef Gloß verteidigte die Entscheidung seiner Partei, die Diskussion um eine EU-Aufnahme des Landes zum Wahlkampfthema zu machen. In der Schwäbischen Zeitung bekräftigte er sein Nein zu einem Türkei-Beitritt. Auch CDU-Chefin Merkel ist gegen eine Aufnahme. Sie wendet sich aber dagegen, die Frage im Wahlkampf in den Vordergrund zu stellen. In Ankara will sie morgen und übermorgen für eine besondere Form der Zusammenarbeit werben. Die Union hat sich festgelegt. Nein zu einem EU-Beitritt der Türkei. Ihr alternatives Angebot, eine privilegierte Partnerschaft. Angela Merkel weiß, mit dieser Position im Gepäck wird ihre Reise nicht einfach. Aber ich bin für einen ehrlichen Umgang mit der Türkei. Und das heißt, die Türkei spielt eine besondere Rolle für Deutschland, auch für die Europäische Union. Aber wir sollten ihr keine falschen Versprechungen machen. Und wenn wir einmal schauen, welche Schwierigkeiten wir bei den Haushaltsverhandlungen für die erweiterte Europäische Union haben, dann ist es, glaube ich, ehrlich und redlich zu sagen, lasst uns erstmal eine privilegierte Partnerschaft machen. Darin ist sich die CDU mit ihrer Schwesterpartei aus Bayern einig. Doch die CSU geht weiter. Sie will den EU-Beitritt der Türkei zum Wahlkampfthema machen. Die Europawahl ist letztlich eine Volksabstimmung über die Frage, ob die Türkei beitreten soll oder nicht. In diesem Sinne haben die Menschen die Auswahl und haben auch die Möglichkeit, ihr klares Votum zu zeigen. Soll die Türkei dazu oder nicht? Die Europawahl gibt dazu die Möglichkeit. Das sei das falsche Signal gegenüber den Türken, die in Deutschland leben, und der Türkei, findet Angela Merkel. Sie mahnt zur Zurückhaltung. Sicherlich wird man im Europawahlkampf über die Möglichkeiten Europas sprechen, über die Aufgaben in Bezug auf die Erweiterung. Ich bin aber dagegen, das Thema populistisch in den Vordergrund zu bringen. Die Grünen dagegen mit scharfer Kritik. Das ist ja völliger Quatsch. Bei der Europawahl geht es darum, die gemeinsame Zukunft Europas festzulegen. Und was die CSU da macht, sie versucht, eine der wenigen Hoffnungen der Menschen in Europa in den Schmutz zu treten. Wenn die türkische Regierung das auch so sehen sollte, dann steht die CDU-Chefin vor einer schwierigen Mission.
Lücken im Zivildienst wollen Politiker in der FDP und der Union künftig mit Langzeitarbeitslosen schließen. Gemeinnützige Aufgaben seien als Gegenleistung für Unterstützung durch den Staat zumutbar, sagten der FDP-Vize Brüderle und der CDU-Politiker Laumann der Bild am Sonntag. Grünen-Chefin Beer wies den Vorstoß zurück. Ein neuer Zwangsdienst sei verfassungswidrig. Nach erneuten Angriffen auf die US-Armee ist in Bagdad mindestens ein Iraker getötet worden. Soldaten hatten das Feuer eröffnet, als ein Anschlag auf ihre Fahrzeugkolonne verübt wurde. Unterdessen ist ein weiterer Funktionär der Baath-Partei von Saddam Hussein festgenommen worden. Dabei handelt es sich um den regionalen Parteiführer Siman Abd al-Razak, der auf der US-Fahndungsliste der 55 meistgesuchten Iraker stand. US-Senator Kerry hat seine Position als wahrscheinlicher Herausforderer von Präsident Bush weiter gestärkt. Er gewann die parteiinternen Abstimmungen der Demokraten jetzt auch in Nevada und in der Bundeshauptstadt Washington. Damit verfügt er bereits über ein Viertel der delegierten Stimmen für den Parteitag im Sommer, auf dem der Präsidentschaftskandidat der Demokraten offiziell nominiert wird. Mehrere tausend Menschen haben in Haiti erneut den Rücktritt von Präsident Aristide gefordert. Unterdessen befürchten Vertreter von Vereinten Nationen und Rotem Kreuz Versorgungsengpässe im Norden des Landes. Die UN appellierte an Polizei und Aufständische, Hilfslieferungen zuzulassen. Es war mehr eine Demonstration der Angst statt einer machtvollen Kundgebung gegen Aristide. Einige tausend Menschen versammelten sich in Port-au-Prince, um mit Plakaten und Sprechchören den Rücktritt des haitianischen Präsidenten zu fordern. Aristide muss weg. Viele aber waren dem Protestmarsch ferngeblieben aus Furcht vor massiven Störungen gewaltbereiter Aristide-Anhänger, die letzte Woche bereits eine Kundgebung der Opposition verhindert hatten. Enttäuscht zeigen sich Gegner Aristides über die Haltung der USA, die einen gewaltsamen Sturz Aristides ablehnen und Verhandlungen zwischen haitianischer Regierung und der Opposition fordern. Es gibt keine Lösung mehr mit Aristide, nur noch eine ohne ihn. Die Situation im nördlichen Teil Haitis bleibt unübersichtlich. Weitere kleinere Städte wurden nach Augenzeugenberichten von den Aufständischen eingenommen. Noch immer haben sie die wichtige Hafenstadt Gonaïve in ihrer Hand. Großspurig und wenig realistisch kündigt ein Rebellenführer den baldigen Marsch auf Port-au-Prince an. Wir werden noch andere Städte im Norden erobern und uns dann auf die Hauptstadt zubewegen. Die Versorgungslage der Bevölkerung wird derweil immer prekärer. Nach Angaben der UN sind über 250.000 Menschen im Norden von medizinischer Versorgung und Lebensmittellieferungen abgeschnitten. Hilfsorganisationen fordern nun die Schaffung eines Korridors, um die Versorgung sicherzustellen. Die Polizei will Fahndungsmeldungen künftig bundesweit per SMS auf Mobiltelefone von Bürgern verschicken. Bundesinnenminister Schily sagte zum offiziellen Start, damit bekomme die Polizei ein vielversprechendes Instrument. Möglich sei auch, Fahndungsfotos zu versenden. Interessierte müssen sich auf der Internetseite des Bundeskriminalamtes registrieren. Angesprochen sind Leute mit Berufen im öffentlichen Raum wie Taxi- und Busfahrer, Tankstellenangestellte und Kellner. Die Pride of America, das vor gut vier Wochen in der Bremer Lloyd-Werft gekenterte Kreuzfahrtschiff, liegt wieder im Dock. Ein Bergungsunternehmen hatte seit Freitagmorgen rund 40.000 Tonnen Wasser aus dem Schiff gepumpt. Da der Auftraggeber für den Schiffsbau nach dem Unglück die fälligen Ratenzahlungen nicht mehr geleistet hatte, war die Werft in Finanznot geraten und hatte Insolvenzantrag gestellt. In die Bemühungen zur Rettung der Werft haben sich auch der Bremer Senat und die niedersächsische Landesregierung eingeschaltet. Der Sport in der Tagesschau beginnt mit Fußball. Gerhard Delling sagt, wie die Sonntagsspiele in der Bundesliga ausgegangen sind. Und wir beginnen, meine Damen und Herren, mit einem Nachspiel, das Vorspielcharakter hat. Werder Bremen spielt nach den anderen Titelaspiranten und hat dadurch einen psychologischen Vorteil, da die Verfolger allesamt nicht gewinnen konnten. Kaiserslauterns Miroslav Klose spielt dabei vor seinem möglichen Arbeitgeber der nächsten Saison. Das ist ein Nachteil. Denn spielt er entscheidend gut, wird man in Bremen noch zurückhaltender gegenüber teuren Neuverpflichtungen sein. Spielt er schlecht, werden die Skeptiker ohnehin wieder lauter werden. Miroslav Klose und ein paar klare Gesten zu Beginn. Der Abstiegskampf mit Kaiserslautern ist heute sein Thema und davon sollten sich 37.000 Fans im Weserstadion überzeugen können. Die Gäste in Weinrot suchten ihr Glück mit gefährlichen Kontern und natürlich auch mit Miroslav Klose.
Andreas Reinke. Klasse Reflex, aber nach 8 Minuten hatte Klose erste Pluspunkte beim Bremer Publikum gesammelt, denn den hätte er versenken müssen. Tabellenführer Werder enttäuschte, die Gäste mit ihren gelegentlichen Vorstößen das gefährlichere Team im ersten Durchgang. Thomas Riedel mit prima Flanke auf Miroslav Klose, der sich nach dieser Chance richtig ärgerte. Auch Trainer Kurt Jahrer konnte es nicht fassen, 0:0 zur Pause. Zweiter Durchgang und die nächste Gelegenheit für Miroslav Klose. Aber es war einfach nicht sein Tag. Die Nachspielzeit. Werder bis dahin selten zwingend, aber dann. Ayrton fällt, Schiri Kircher pfeift und Miroslav Klose schimpft. 11 Meter. Der Protest unberechtigt. Knaus trifft nur das Hinterbein des Brasilianers. Und genau wie zuletzt in Gladbach gewinnt Werder in letzter Minute das Spiel. Dank Ayrtons 19. Saisontor. Bremen jubelt und Miroslav Klose war restlos bedient. Zumindest am heutigen Abend wollte er von Bremen nichts mehr wissen. Arme Lauterer und ein SV Werder Bremen mit den typischen Symptomen eines Meisters. Schon wieder ein Sieg kurz vor Schluss. Auch bei Borussia Dortmund wird es Zeit, dass man die Bilanzen wieder positiver liest. Zum Beispiel die sportliche. Da kann man sagen, dass die Dortmunder Anfang 2004 schon genauso viele Auswärtssiege zu Buche stehen haben wie im gesamten Jahr 2003. Und glücklicherweise gab es da nur einen einzigen. Dieser eine Erfolg ist auch der einzige Sieg aus den letzten 8 Spielen. Das wiederum ist aber auch die frustrierende Bilanz des TSV 1860 München, sodass brisanterweise heute beide unter Zugzwang standen. Dortmunds Kapitän und Spielmacher Thomas Rosicki, zuletzt ja gelb-rot gesperrt, wieder mit dabei. Und dazu gibt es auch eine interessante Bilanz. Die Borussia holte ohne den Tschechen 2,14 Punkte pro Spiel und mit ihm nur 1,08. Dortmund mit der ersten guten Möglichkeit. Fehler Torben Hoffmann, Everton auf Jan Koller. Michael Hofmann passte auf. Die Münchner nur einmal in der ersten Hälfte gefährlich. Francis Kiyoyo, Thomas Rosicki stand goldrichtig. Dann die 41. Spielminute. Thorsten Frings mit Gefühl auf Everton. Martin Stranzl hinter ihm und der Brasilianer kam zu Fall. Elfmeter, ja oder nein? Der Körperkontakt war da, kann man geben. Konsequent dann die rote Karte für Stranzl. Der Gefaulte trat selbst an und traf zum 1:0 für Dortmund in der 41. Spielminute. Nach der Pause Dortmund wieder trickreicher. Tolle Kombination über Jan Koller, Thorsten Frings und erneut war es Everton, der die Nerven behielt bei seinem zweiten Treffer zum 2:0 in der 60. Spielminute. Flavio Conceição verfehlte dann noch nur knapp sein Ziel. Und 1860 München versuchte es bis zum Schluss, Daniel Bayer jedoch mit Rückenlage. Und so blieb es beim 2:0 für Dortmund. Der zweite Auswärtssieg der Borussia in Folge. Da konnte sogar Matthias Sammer mal wieder lächeln. Die Tabelle aus Bremer Sicht. 9 Punkte vor Bayern München und dem VfB Stuttgart. 12 vor einem definitiven Nicht-Champions-League-Rang. Und sogar 17 vor einem Nicht-UEFA-Cup-Platz. Dortmund bleibt dran an Bochum und damit auch am internationalen Geschäft. Genauso wie Schalke. Das Mittelfeld reicht hinunter bis zum TSV 1860 München, dann Gladbach, Hertha mit rabenschwarzer Tordifferenz, aber dem Nicht-Abstiegsplatz 15, den Kaiserslautern um eine Minute verpasst hat. Frankfurt auf 17 und der erste FC Köln auf dem letzten Rang. Sein Platz ist normalerweise in jeder Beziehung begrenzt. Meist kommt nur der erste Platz in Frage und auch auf seinem Schlitten macht er keinen Platz für einen zweiten. Heute aber wurde der dreimalige Rennrodel-Weltmeister Georg Hackel in Nagano Zweiter. Trotzdem hieß das, Hut ab, auch vom Ersten. Die Kappe zog David Möller dennoch kurz vor Georg Hackel. Der neue Weltmeister wusste der Rodellegende seinen Respekt zu zollen und bekam prompt das Lob zurück. David Möller hatte nach dem ersten Durchgang noch knapp hinter Hackel gelegen, riskierte im Finallauf alles und konnte sich am Ende mit der Winzigkeit von 0,008 Sekunden an die Spitze der Konkurrenz setzen. Ich habe versucht, noch mal einen guten Lauf zu zeigen. Mehr kannst du auch nicht machen. Und das ist dann im Endeffekt reicht. Das ist super. Ich denke, Schosch, sein zweiter Lauf war nicht ganz so hundertprozentig. Und heute hatte ich die Nase vorn. Georg Hackel hatte zu Beginn der Saison nach mäßigen Leistungen viel Kritik einstecken müssen. Jetzt, zum Ende des Rodelwinters, aber zeigte der Berchtesgadener wieder einmal allen und holte Silber vor dem Letten Martins Rubinis.
Ganz oben auf dem Treppchen stand auch das italienische Radsportidol Marco Pantani des Öfteren in seiner Karriere. Doch diese Karriere nahm nun ein trauriges und abruptes Ende. Psychisch krank und allein ist der einstige König der Berge am Samstagabend im Alter von nur 34 Jahren gestorben. In diesem Hotel in Rimini war die Leiche des 34-jährigen Radsportlers gestern Abend entdeckt worden. Neben dem Toten hatte man Reste von Beruhigungsmitteln gefunden. Selbstmord wird vermutet. Eine Obduktion soll morgen Klarheit bringen. Marco Pantani war als gefürchteter Bergsprinter wohl der derzeit populärste Radrennfahrer Italiens. 1998 etwa wurde er Gesamtsieger der Tour de France und des Giro d'Italia. Den Piraten nannten ihn seine Fans, doch die Bilder des Triumphes verdeckten nur eine menschliche Tragödie. Pantani litt unter schweren Depressionen. Als er vor 5 Jahren unter Dopingverdacht geriet und daraufhin vom Giro d'Italia ausgeschlossen wurde, verschlechterte sich sein psychischer Zustand rapide. Zwar konnte er sportlich in den folgenden Jahren noch einige Etappensiege vorweisen, gleichzeitig aber zog sich Pantani immer mehr zurück. Am Ende war er völlig vereinsamt. Der Tod im Hotel, das traurige Ende eines Menschen, der den harten Bedingungen im Profisport wohl schon seit langem nicht mehr gewachsen war. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Februar. Das Wetter verändert sich nicht. Nach wie vor kommt relativ milde Luft am Rande des Hochs über Westeuropa nach Deutschland. Die Luft ist feucht, in ihr bilden sich tiefe Schichtwolken. Im Südosten, in Griechenland, in der Türkei und auch im Nahen Osten dauert das kalte Winterwetter in den kommenden Tagen noch an. Heute Nacht überwiegen die hochnebelartigen Wolken, gebietsweise nieselt es, im östlichen Mittelgebirge schneit es leicht. Etwas klarer ist es in Norddeutschland, bevor sich stellenweise Nebel bildet. Auch morgen Wolkengrau, Nieselregen, in den Mittelgebirgen, in den östlichen Bergen Schnee, über den Höhenlagen Süddeutschlands Sonnenschein. Der Wind weht schwach aus Nordwest. An den Alpen heute Nacht minus 5 Grad, im Osten 0, im Westen bis 3 Grad. Morgen 9 Grad im Breisgau, 2 Grad in Ostbayern. Die Aussichten. Am Dienstag im Norden erst Regen, dann Sonne, der Wind frischt auf, sonst bleibt es bei dem neblig trüben Wetter, auf dem Feldberg sonnig. Am Mittwoch ist es noch stärker bewölkt als am Dienstag, es regnet etwas, im Bergland und im Osten Schnee. Am Donnerstag mal Sonne, mal Wolken, im Südosten noch Schnee, kühler.